Wir möchten uns bedanken, dass du da bist, Adrian. Wir freuen uns sehr, dass wir dich da interviewen können heute und die Möglichkeit haben und freuen uns auf sehr interessante Einblicke. Herzlich willkommen. Danke. Adrian, dann starten wir gleich. Unsere erste Frage an dich ist, wie hat es grundsätzlich mit Busuu begonnen? Was war eure Motivation damals, ein Sprachlern-Startup zu gründen? Ja, ich meine, es ist jetzt schon 11 Jahre her, eigentlich fast 12, also unglaublich, wie die Zeit vergeht. Aber es war so, dass ich habe das mal ein MBA gemacht in Madrid. Ich bin eigentlich Ingenieur von Haus aus sozusagen, aber dachte, ich muss ein bisschen Wirtschaftswissen hinzufügen. Ja? Und da müsste man verschiedene Businesspläne machen und zuerst war die erste Idee war so ein Pizza-Delivery-Style IT-Support. Und natürlich, das hat dann überhaupt nicht funktioniert vom Businessplan her und so weiter. Okay, nehmen wir. Und lustigerweise 2007 war das, kam Facebook auf in Europa. Also ich habe mich eigentlich dort registriert das erste Mal, auch das letzte Mal. und gleichzeitig wollte ich eigentlich Spanisch lernen. Ich war da in Madrid oder, und das MBA war auf Englisch und habe gesagt, okay, wie kann man das kombinieren? Das ist jetzt Social Media Komponente oder Social Komponente, speziell auch weltweit mit Sprachlernen. Also etwas, das Millionen von Menschen eigentlich irgendwie brauchen, ja, könnten, potenziell. Und so ist es dann entstanden und dann habe ich meinen Mitgründer gefunden, dann auch während des MBAs, der Bernhard Niesner aus Wien. Und dann war das eigentlich die Abschlussarbeit auch für das MBA. Da haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? 2008 war das dann anfangs. Jetzt ist das MBA fertig. Das war ein Krisenjahr, relativ schwierig, da eine Anstellung zu finden. Und ich habe vorher einen Consultant geschafft und er auch. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir nicht zurück. Irgendwie boring, let's do it. Und das war so der zündende Moment, oder dieses jetzt, lass es uns tun. Und dann ging es los. Ja. Also so ist es eigentlich, so hat es angefangen. Ja, ja, super. Busuu, der Name, ist eigentlich ja der Name einer Sprache, die in Kamerun von nur 8 Menschen gesprochen wird. Könnte ich auf Busuu auch Busuu lernen? Ja, also tatsächlich. Oder sind die wäre diese Sprache zu exotisch? Als junges Startup speziell, da versucht man ja alles, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen, oder? Und da haben sie eine virale Kampagne, virale ist immer Kampagne, kann man nicht wirklich viral planen wahrscheinlich, aber das war unser Ziel. Und wollten dann eigentlich eben durch diese Sprache Busuu, der Name kam in aus einer Sprache in Kamerun, von wenigen Leuten gesprochen und es war wichtiger, zum Beispiel das Bot.com auch hat, dass das noch frei war. Ne? War ja eine Zeit vor Mobile Phones in dem Sinne, es gab keine Smartphones 2008, 2007 kam das iPhone raus, noch kein App Store, nichts, es war nur online, es war nur Desktop letzten Endes. Oder? Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie gehen wir der Sache nach und haben ein Filmteam nach Kamerun geschickt, um diese 8 Leute zu suchen sozusagen, also diese übergebliebenen, oder? Und natürlich im Zuge von dieser Filmkampagne haben wir danach ein paar Wörter, konnte man danach auf Busuu lernen. Ja. Okay. Ja, also Busuu auf Busuu lernen, genau. Ja. Und nach welchen Kriterien wählt ihr die Sprachen aus, die angeboten werden? Ja, es ist schon so, es gibt 12 oder 14 Sprachen, ja. Also 12 Sprachen, die man so lernen kann und dann verschiedene mehr noch übersetzt, wie Farsi oder Koreanisch. Aber grundsätzlich schon nach Marktgröße. Ja. Das heißt, das ist natürlich, letzten Endes ist man schon auch monetär getrieben. Du kannst nicht überleben in einer Startup, wenn du nicht irgendwie finanziell doch irgendwas, wenn da was reinkommt, oder? Und das ist jetzt immer noch wichtiger Fokus, aber der größte Bereich ist Englisch immer noch. Bis zu 60-70% wollen Leute Englisch lernen. Aber dann ist es wichtig, daneben zu übersetzen in die andere Sprache, dass die Leute Zugang haben, die eben nicht Englisch kennen. Ja. Ja, Fokus ist ein sehr gutes Stichwort. Der Steve Jobs hat ja mal vor, ich glaube, über 10 Jahren sogar schon gesagt,
deciding what not to do is as important as deciding what to do. Und für euch stellt sich ja die genau gleiche Frage. Ihr könntet theoretisch tausende von Sprachen anbieten auf Busuu. Ihr habt jetzt, wie gesagt, ich glaube 12, wie ich das gesehen habe, auf Busuu aktuell, die ihr anbietet. Bietet aber auch für Unternehmen als an, Sprachen zu lernen und Privatpersonen. B2B, B2C ist ja nicht so einfach, den Markt anzugehen. Wie macht ihr das generell? Es ist gar nicht so einfach, dort zu unterscheiden. Wie entscheidet ihr euch genau, was ihr macht? Es geht um den Markt, um die Marktgröße bei euch. Und für die anderen Startups haben wir noch einige Gründer heute dabei. Wäre sehr auch interessant zu wissen, wie können die entscheiden, wie sie den Fokus legen selber? Also ich glaube, also jetzt, wenn es um Lokalisierung geht, oder letzten Endes, ist natürlich immer wichtig, dass Was ist das Ziel von der Startup? Will man einen globalen Weltkonzern aufbauen oder nur schon eine Mobile-App international lancieren? Da musst du natürlich sofort an die Lokalisierung schon von Anfang an denken. Oder für viele, speziell in der Anfangszeit von diesen ganzen von App-Entwicklung auch speziell, hat gewiss das Genick gebrochen, sagen wir mal, weil die nicht genug schnell waren, dann um Dinge zu übersetzen. Oder? Dass die Leute lokal müssen ja irgendwie Zugang haben zu deinem Produkt, wenn du das möchtest. Oder? Aber natürlich braucht es immer, jede zusätzliche Sprache braucht eine ganze Palette von Dingen dazu. Das heißt, wenn du plötzlich sagst, jetzt möchte ich noch eben Koreanisch hinzufügen, da brauchst du einen Community Supporter in Koreanisch, dann brauchst du eben zuerst mal die ganze Übersetzung, dann irgendwie Payment-Systeme in Korea natürlich, die auch wieder besetzt werden müssen und so weiter und so weiter. Also meistens zieht das verschiedene Konsequenzen nach sich. Ja. Also geht es grundsätzlich sehr viel auch um das Testen von, wenn ihr die Idee habt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel Korea, ihr habt ja asiatische Sprachen, habt ihr bei euch im Portfolio. Geht es da sehr viel darum, dass ihr habt die Idee und wollt das dann umsetzen und testet das einmal und wenn das nicht klappt, sofort einmal zurück, dass ihr nicht zu viel Geld damit vergeudet? Und ja, also testen ist extrem wichtig, oder? Also es ist jetzt, also Busuu ist jetzt wirklich eine Marketingmaschine mit extrem viel Data. Also Bauchgefühl ist immer schön und gut, oft ist es falsch dann nachher. Die Zahlen sagen dann dir, ob das wirklich so ist. Oder? Also wir haben jetzt das Glück, dass eben sind relativ viele User neue pro Tag. Das gibt einen Durchsatz, den du vielleicht mit deiner ganz am Anfang einer Startup nicht hast. Oder da hast du vielleicht 100 User neue pro Tag oder 10 oder je nach Business Model, oder? Aber damit möchte man möglichst viel Datenpunkte rausbekommen. Und das ist natürlich die Frage, ja, was sind das für welche Daten sind da wichtig? Das ist je nach Fall natürlich unterschiedlich. Ja. Aber also Messen ist super wichtig. Ja. A-B-Tests oder ABC oder mehr. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr auch selber sagt, okay, nein, das machen wir nicht und wir fokussieren uns auf andere Produkte, andere Sprachen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein und effizient zu handeln. Ja, also wie du sagst, Fokus, oder? Fokus ist key, sage ich eigentlich immer, weil man verzettelt sich so leicht. Oder? Man meint immer, oder wir meinten oft auch wieder, oh, jetzt müssen wir noch was ausprobieren oder geht uns so ein bisschen FOMO, oder? Fear of missing out, wenn man das nicht macht oder das nicht macht und knallharter Fokus ist, hilft, sagen wir mal, hilft. Ja, es ist immer schwierig, aber wenn man es schafft, oder wenn man jemanden hat auch von außen, der einen wieder ein bisschen in die Richtung leitet zum Teil, kann das sehr viel helfen. Ja? Also wenn man plötzlich den Wald nicht mehr sieht vor lauter Bäumen, das kann einem sehr gut passieren, ein bisschen so drin. Oder? Und, ja. Das ist auch schon passiert in dem Fall. Natürlich. Ja, genau. Ja. Eine allgemeine Frage. Bei einem Education Tech Startup, von wem lässt man sich da beraten, wie man Sprachen am effizientesten, schnellsten, nachhaltigsten mit technologischer Unterstützung lernen kann? Also bei uns war es so am Anfang, also da gab es fast noch nichts in dem Sinne online. Also es gab Rosetta Stones und diese gelben Boxen, die es gab früher mit CDs und DVDs, an Flughäfen meistens verkauft, strategisch. Aber das meistens, die Leute kaufen das und dann, wenn sie es dann nicht benutzen, ist nicht die Firma, die schuld ist sozusagen, sondern eigentlich die Motivation des Users letzten Endes, oder? Das sind eigentlich fein raus. Ist natürlich was anderes beim Online-Produkt, wo du speziell eine Subscription haben möchtest über Zeit, oder? Also dass die Leute wiederkommen und das wirklich als Lifetime sozusagen Opportunity oder Möglichkeit sehen. Was wir gemacht haben, ist eigentlich am Anfang einfach mal
wie würde es eigentlich für uns, wie wäre es für uns am besten, oder wie würden wir sowas strukturieren, oder wie müsste das ausschauen? Und jetzt natürlich das Team so groß, dass wir auch mit also Language Experts aus verschiedenen Bereichen, aus universitären Bereichen im Sprachenbereich zusammenarbeiten oder am Board haben. Ja. Also es ist super wichtig. Ja. Und auch für die Credibility natürlich im Schluss, also diese Glaubwürdigkeit von der Sache, das geht nicht, wenn es dann nicht funktioniert. Das muss ja irgendwie, das muss einen Nutzen erfüllen. Ja. Ja. Und wie wird sich das Sprachenlernen deiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren verändern? Ja, ich glaube, also es kommt natürlich sehr viel jetzt mit die ganzen Home Assistants, oder? Alexa, Google Home, Siri. Ich bin nicht so Fan, weil die sind im Moment noch extrem dumm eigentlich, die Systeme. Man kann auch keine wirklich intelligente Konversation führen. Also das ganze Audio-Voice-Thema ist ein Riesengebiet, also ich glaube, da wird noch extrem viel kommen. Das wird sicher spannend, oder? Wenn man plötzlich zu Hause eine Konversation führen kann mit einem intelligenten System, das ist eben noch nicht der Fall. Ja? Aber dann auch die ganze AR, VR, dieser Bereich, den schauen wir auch ein bisschen an. Ich bin ja eine neue Firma, habe ich gegründet, oder Red or Blue Labs, im AR-VR-Bereich. Also das ist auch ein großer Bereich, da gibt es einen bekannten Film, also vielleicht kennt ein paar von euch, Ready Player One. Der Film ist nicht so gut, das Buch ist sehr gut und zeigt ein bisschen, wo die Lernreise in dem Sinne auch nicht nur Sprachen, sondern auch allgemein hingehen könnte. Aber wahrscheinlich in diese Richtung wahrscheinlich, ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich dann wieder diesen Trend zurück, dass man wirklich komplett weg von irgendwelcher Technologie, finde ich auch schön, dass man wieder vor Ort ist und dort full immersed eine Sprache lernt zum Beispiel. Ja. Also wirklich, wo man es dann halt wirklich gerade auch braucht. Ja. Das gibt wahrscheinlich beide Strömungen. Ja. Das Extreme auf der einen Seite links und die andere Seite. Ja. Du hast davon angesprochen, von externen Personen helfen. Da ist die Finanzierung sicher auch irgendwas mit Business Angels, die dann auch wieder Know-how ins Unternehmen reinbringen. Und für euch war die Finanzierung durch Investoren ein extrem wichtiges Thema über die letzten 10 Jahre. Ihr habt in Gesamt 5 Finanzierungsrunden 15 Millionen Euro eingesammelt. Das hört sich jetzt, glaube ich, für alle nach extrem viel Geld an. Wenn man das mit Konkurrenten, mit dem Wettbewerb vergleicht, ist das viel oder würdest du sagen, das ist jetzt doch eher wenig? Ich würde sagen, es ist relativ wenig im Vergleich zu gewissen Wettbewerbern. Also ein großer Konkurrent ist Bubble zum Beispiel aus Berlin. Das ist sehr medial auch präsent. Die müssen auch sehr viel Mittel verwenden. TV-Werbung ist extrem teuer auch. Meistens auch sehr ineffizient, aber das ist jetzt mal ihr Weg. Grundsätzlich sind wir auch sehr gut aufgestellt. Ja. Also auch Duolingo zum Beispiel ist auch ein Competitor, sehr so playful, ein bisschen zu verspielt oft. Nicht so serious learning, also learning. Ja, kann man sagen. Haben auch gute Mittel, hatten lange keine Revenues. Aber wir haben natürlich das Glück, dass wir relativ früh einen jetzt sehr bekannten Johann Hansmann, Hansi Hansmann, Angel aus Österreich, oder, an Bord holen konnten. Und wir waren eigentlich mit ihm zusammen, mit einer anderen Startup zusammen, das ist das erste Investment von seinem Portfolio. Und jetzt hat er in über 45 Startups investiert. Und er war sehr hilfreich jetzt für uns, oder? Also dieser Sparing-Partner, den man dann braucht, speziell in der Anfangsphase. Aber wir hatten auch das Glück, dass wir nicht zu viel hergegeben haben, sagen wir mal gleich am Anfang. Ich will jetzt eben uns nicht vergleichen mit dem Facebook oder so. Zuckerberg hat eine erste Runde, Finanzierungsrunde, ehrlich ausgelassen, indem es halt über Friends and Family funktionierte. Und das gibt dann natürlich, darum hat er auch noch so extrem viele Anteile. Das gibt dann, und wir beide Gründer haben jetzt auch immer noch sehr viele Anteile trotz diesen vielen Finanzierungsrunden. Also das ist super wichtig, dass man am Anfang vielleicht nicht, wenn es geht, nicht zu viel hergibt. Ja, weil es am Schluss ist es geht dann schnell. Also wäre das teilweise, natürlich, es kommt immer darauf an, wenn du jetzt in der Situation bist, kurz vor der Insolvenz und du könntest eine Geldspitze bekommen, dann ist es natürlich schon sehr attraktiv für dich selber, weil es ist deine Idee, du willst sie natürlich umsetzen und du willst nicht wirklich aufgeben, dann ist natürlich diese Situation leicht anders. Ich glaube, also Smart Money ist immer so, war bei uns immer das Thema, oder? Also, dass es nicht einfach nur Geld ist, es ist ja auch schön, wenn das funktioniert, oder je nachdem, aber dass es irgendwie einen Mehrwert gibt, oder dass diese Person dann auch, oder dieses, diese, dann ein VC an Bord, oder
VC ist immer so, war immer so ein bisschen für uns so das Thema, oh, die wollen wahrscheinlich einfach nur gierig und die Idee und das schnell verkaufen wieder, zu einfach Gewinn möglichst. Und, aber die, sind, die wir halt haben, sind sehr, sehr Founder, heißen auch Pro-Founders, sind sehr Founders-freundlich auch und da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also da gibt es natürlich immer verschiedene Stories, ja, von anderen. Und, Was ändert sich oder was hat sich für euch geändert? Ihr habt Buzo gegründet, dann kommt der Hansi Hansmann als erster, ist eingestiegen als Investor mit 300.000, was jetzt in der ersten Runde gar nicht so schlecht ist. Und was ändert sich für euch? Wie oft wart ihr in Kontakt? Was war für euch gut? Was war ihr, ja, vielleicht gab es negative Erfahrungen auch, obwohl also, er noch langsam. Was ich jetzt extrem unterschätzt habe am Anfang war, ich bin hier von der technologischen Seite, da habe ich eigentlich die Plattform gebaut, den Anfang auf jeden Fall, bis dann zum auch Going Live und war CTO auch. Und das ganze Marketing, der Marketing-Aspekt habe ich komplett unterschätzt. Ich dachte immer, ja, irgendwie kommen diese User dann schon, wenn man das hat, dann ein bisschen AdWords vielleicht, ja, da und dort. Oder. Aber es war unser Geld am Anfang und eben nicht Fremdgeld in dem Sinne. Oder? Und das war für uns super wichtig, dass man, sobald wir dieses fremde Geld mal hatten, konnten wir uns auch mal im ersten Lohn ein bisschen was auszahlen, aber auch im Marketing investieren. Also da hatten wir den Mut gefasst, dann jetzt mal was auszugeben. Dann haben wir gesehen, aha, wir geben mehr aus, natürlich bescheiden am Anfang, aber wir nehmen auch schon mehr ein. Und dann, je mehr man dann ausgibt, desto mehr sollte man auch einnehmen, grundsätzlich. Oder? Und das war ein Schlüssel. Erlebnis eigentlich, also dieses Kapital hat uns diesen ersten Boost gegeben. Ja, also sieht man auch so Graphs von früher, am Anfang war diese User-Entwicklung völlig flach, oder? Ich weiß nicht, wie in Liechtenstein, oder? Und ich dachte, ach, 36 oder 37.000 User haben jetzt passiert. Das ist ja ganz Liechtenstein, das ist ja Wahnsinn, oder? Und jetzt sind es so viel pro Tag, also es wird komplett surreal dann. Aber das war halt so am Anfang, die Skalen verändern sich dann, ja. Du hast dann 2011 den Entschluss gefasst, das Unternehmen zu verlassen. Was waren deine Überlegungen damals? Ja, ich wollte eigentlich was Neues wieder machen. Es ist, ich glaube, immer wichtig, dass man sieht, wo ist man besonders gut und wo sollte man vielleicht irgendwie jemand Neues reinholen. Also zum Beispiel die CTO-Rolle abgeben an jemanden, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat im CTO-Bereich zum Beispiel. Und wollte dazu eigentlich immer schon ein Doktorat machen, was ich dann doch nicht gemacht habe letzten Endes, aber das war so die Idee eigentlich grundsätzlich. Nur kam ich dann immer wieder zurück, weil, also 2012 war dann eher so ein Krisenjahr in der Firmengeschichte und da war ich dann halt wieder voll in London. Und es war gut, dass ich diese Flexibilität hatte, also das war wieder komplett vor Ort und da gibt es halt Feuer wirklich unterm Dach. Und wenn da beide Founders wieder voll dran sind, ist das ein anderes Zeichen, als jetzt, wenn nur einer dran ist. Ja. Aber das war schon schwierig, es war sicher nicht einfach, weil es ist schon irgendwas, das ist sehr, sehr emotional und sehr, ist etwas Persönliches dann auch, ja. sein Baby sozusagen. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, was ich jetzt so in die Runde sagen kann, dass das in guten Einklang mit dem anderen Gründer geht. Oder? Das heißt, dass das nicht irgendwie, dass man das gut regelt, dass nicht einer benachteiligt ist jetzt durch einen Abgang. Weil letzten Endes ist es komplett normal, dass sich Dinge verändern. Ja? Du bist ja immer noch strategisch voll dabei. Genau, bei dem Board natürlich genau. Und immer Shareholder. Ja. Also, ja. Also wir haben auch keinen Exit oder so. Bis jetzt, also das ist alles immer noch, ja, bin ich immer noch, jetzt einfach auf einer anderen Ebene sozusagen, kann ich mich einbringen, ja, genau. Wir haben jetzt schon einige Tipps gehört von dir, aber du hast sehr viel Erfahrung mit Startups, bist selbst auch in der Rolle, in einer beratenden Funktion bei InnoSwiss und bei Kickstarter Accelerator. Was kannst du und noch für Tipps geben? Ja, zum Beispiel, ja. Also Tipps, ja. Ich meine, also eben dieses Just Do It, glaube ich, das ist so für mich extrem wichtig. Ich habe, was ich also jetzt in diesem InnoSwiss-Raum zum Beispiel, wo ich viele Startups sehe,
was ich sehr spannend finde, ist es oft so, dass ich mich aktiv zurücknehmen muss und diesen naiven Optimismus, den man am Anfang haben sollte, dass ich das dann nicht sage, okay, dem Team, ja, das geht wahrscheinlich eh nicht, weil da ist wahrscheinlich ein Roadblock da und vielleicht da ist das schwierig. Einfach am Anfang einfach mal machen, oder? Ich glaube, es ist wichtig, einfach mal loslaufen. Es wird eh anders dann am Schluss. Aber so dieses Do it, oder? Eben mit dieser gewissen Naivität oder kindlichen Naivität sogar, einfach das angehen und schauen, was passiert. Ja? Ja. Sonst, eben Finanzierung ist natürlich immer ein großes Thema. Team ist extrem wichtig, also wie die Leute zusammengesetzt sind, oder ist es, sind sie komplementär, die Gründer speziell, also das Founding-Team finde ich super wichtig. Wenn es jetzt nur Wirtschaftler sind oder nur Leute im Technologiebereich oder Entwickler, irgendwie doch noch das Team ausdehnen und dann auch halt dementsprechend sharemäßig angleichen oder ausgleichen, ist sicher eine gute Sache. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, Entschuldigung, ja. Allein ist wahrscheinlich schwierig, zu zweit macht es mehr Spaß, zu dritt ist auch okay, aber vielleicht zu fünft ist es danach wieder schwierig. Ja. Also es gibt so ein bisschen so einen Sweet Spot, aber das muss man dann sehen. Ja. Zu fünft hat man relativ schnell sehr wenig Anteile, aber okay. Ja. Ja. Doch auch wichtig. Letzten Endes, ist die Frage, für was macht man es, oder? Und jetzt ist es in einer Ideation-Phase mit Red or Blue Labs oder dem VR-Bereich. Und dachten eigentlich, es sei viel einfacher, da etwas zu finden, ein Produkt zu entwickeln. Aber es ist so schwierig, wenn man wieder von Null eigentlich eine Idee sucht, ein Problem sucht. Also ich habe extreme Achtung vor jedem Startup-Gründer, der einfach mal macht und vor sich hingeht und bei der Sache ist. Also wenn man wirklich wieder mal aktiv sucht, es ist so schwierig, das ist echt schwierig. Ja. Also grundsätzlich, es geht natürlich ums Team. Das ist ein Erfolgsfaktor, deiner Meinung nach ganz klar, auch wenn du jetzt in ein Startup investieren würdest. Grundsätzlich alleine gründen ist auch eher schwierig, oder würdest du als komplex ansehen in der Welt heute, wenn einfach alles doch, es gibt so viele Bereiche, die wichtig sind für Startups. Es macht aber mehr Spaß, weil du dich austauschen kannst gleich mit jemand anderem. Das ist ja ein Leidensgenosse, das ist ja nicht immer lustig, ja. Sondern es wird auch das ist ein rough ride, oder? Ja. Ja, super. Vielen Dank einmal für diese ersten Einblicke. Wir würden jetzt das Publikum noch um Fragen bitten. Also, wenn Fragen sind. Einfach Hand drauf. Bitte, soll ich oder? Ja. Mich würde interessieren, nicht was gut gelaufen ist, sondern was auch besonders schlecht gelaufen ist. So, was sind so die Learnings gewesen, was man vielleicht wirklich vermeiden sollte? Auf der einen Seite sicher, wenn man eine Finanzierung plante und das fast bis zum Abschluss kam und dann nicht stattfindet, oder? Was das für Wellen auslösen kann in einem Team, wenn man das kommuniziert hat, dass das jetzt passiert, können sehr vernichtend sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Mitarbeiter, die, sagen wir mal, toxisch sind, kann es auch geben, wenn man da nicht schnell genug reagiert, kann das auch Effekte haben im Team, die sehr negativ sind. Also das sind also ganz konkrete Fälle, die bei uns passiert sind. Und haben zu lange ja gewartet einfach und gedacht, ja irgendwie, und das Wissen, das muss man auch irgendwie noch übermitteln, aber nein, einfach zack, muss man wissen, es ist schneller fertig, es ist wahrscheinlich besser, als wenn man das hinzieht. Ja. Sonst schwierige Punkte, sicher, also eben Finanzierung sicher, Kultur, extrem wichtig, dass man dieses Wachstum, wenn man dann plötzlich sind Mittel da, sagen wir mal, oder? Und dass die Kultur vom Unternehmen mitwachsen kann, ist zum Teil schwierig. Die ersten 15 Mitarbeiter, das geht uns relativ einfach, oder? Von der Kulturseite her, oder? Das ist die Family. Sobald das mehr sind, sobald das 30, 40 sind, 50 oder 80 oder 100, muss man ganz andere neue an Ebenen einführen. Und das macht vieles dann gleich komplizierter. Ja. Und ja, bitte. Was würdest du da bezüglich Kultur, wenn jetzt die Firma wächst,
eben 0, 10, 20, 100 Mitarbeiter, da ändert sich sehr viel. Danach kennt man natürlich einzelne Mitarbeiter nicht mehr so gut wie am Anfang. Was würdest du da für Tipps geben an die Gründer? Ist immer schwierig wahrscheinlich, weil es ja, mit jeder Person anders ist. Aber passiert ist, ich kam mich zurück in ein Board-Meeting und dann war ich im Lift mit jemandem und sie, du arbeitest auch hier bei Busu und was machst du so? Und ich so, ja, ich habe das mal gegründet vor ein paar Jahren. Also dann plötzlich die Mitarbeiter nicht mehr kennen. Das ist ganz ein spezieller Moment. Also für mich war es ein bisschen erschreckend. Ja. Ich dachte, wow, okay. Aber ich glaube, wichtig ist dieses, dass man ganz klar, das ist für mich was irgendwie so Soft Skills irgendwie, so Vision, Mission, die Core Values der Firma. Aber das ist so wichtig, dass man diese Übung macht. Oder? Das ist die Vision, die möchten wir machen, ganz kurz. Die Mission, so wollen wir das umsetzen. Und dann diese Key Values definieren, die Firma vertreten soll. Und aber dann das Durchziehen, das Band bis zum vom Newsletter, bis zu der User-Kommunikation, bis zum Hiring, oder? Also wenn da Red Flags passieren und ein Kulturelement nicht passt, und man hat gesagt, nein, es geht nicht. Also wenn es irgendwann sagt, Happiness kann ja eines sein, oder? Also das soll einfach Happy Company sein, oder? Also ein Element. Und wenn da so eine grumpy Person im Interview sitzt, brillant sonst, aber einfach diese Grumpiness da ist, dann ist das wahrscheinlich eher vergiftend dann für die Gesamtkultur und solche Dinge. Ja. Gibt es noch weitere Fragen vom Publikum? Ja, ich weiß ja schon ein bisschen was von dir, aber was mich interessieren würde, ist, wie schnell seid ihr an den Punkt gekommen, dass ihr von der Produktidee, ihr wollt quasi Social Network mit Sprache lernen verbinden, das ist ja einfach mal eine tolle Idee, hin zu, wir müssen damit Geld verdienen und wie führen wir das über in Businessmodelle? Ja, also es war schon gleich von Anfang an, hatten wir das Businessmodell schon in Excel und so weiter. Also der Bernhard, mein Mitgründer, war da sehr, sehr versiert auch in Richtung Businessmodell und so weiter. Und jetzt immer noch haben wir einen riesen Excel-Sheet, das eigentlich das ganze Business abbildet. Also es war von Anfang an eigentlich wichtig, aber monetarisiert haben wir erst ungefähr 2010 oder 9 oder 10 eigentlich. Also 10 haben wir die erste App lanciert. Also man muss immer sehen, es gab keine Smartphones, das war ein Riesenboost, oder? Also 2007 iPhone erst einmal, 8 an Android, dann die App Stores, 2009, 10 hatten wir die erste App draußen. Und zuerst war es eigentlich noch gratis, oder? Und nur auf dem Desktop fand die Monetarisierung statt. Aber es war ein wichtiger Moment, eigentlich jetzt würde ich von Anfang an monetarisieren probieren, weil das ist eigentlich der richtige Test, ist, wenn die Leute Geld in die Hand nehmen und es kostet etwas und sie zahlen für deinen Dienst. Wenn das nicht der Fall ist, dann gratis kann fast jeder sozusagen. Ne? Aber das ist so wirklich, dann tut es ein bisschen weh und ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Du hast gesagt, ihr seid von 2 und dann 10, 15 bis zu 100. Was war aus deiner Sicht so die kritische Größe für dich, die den größten Wandel für euch im Unternehmen bedeutet? War das bei 15? War das bei 50? War das? Nein, ich glaube schon so 40, 50. Ja. Das war auch schwierig und es ging dann wieder runter auf 25 oder so mal, 25 in diesem Krisenjahr. Also es war zu schnell gewachsen und nicht die richtigen Leute, nicht der richtige Fokus im Hiring auch. Dieser Kulturaspekt eben war nicht, das war von uns so, ja, irgendwie geht das dann schon. Und dann hatten wir wirklich einen Cultural Manager sozusagen, der wirklich genau für das auch schaut und so weiter. Also plötzlich braucht man dann ganz andere Rollen, die man am Anfang gar nicht denkt, dass man das bauen könnte. Ja. Danke dir. Noch weitere Fragen? Aktuell nicht. Vielleicht später nochmal. Ach, da hinten nochmal. Ich stehe hier, Frau. Adrian, du hast vorher erwähnt, dass Fokus eine Herausforderung ist. Habt ihr irgendwelche Tools, Frameworks irgendwo entwickelt, die bei euch sicherstellen, dass ihr den Fokus behaltet? Weil ich kenne das aus meiner Firma, das ist nicht immer ganz so leicht. Und, Tipps. Was uns geholfen hat, ist, also Tools ist schwierig, würde ich sagen, aber meistens auch einfach auf externe Leute auch hören oder Leute einbeziehen, die eben nicht so weit drin sind wie das Team dann selber.
und ein bisschen so Reality-Check ab und zu mal machen und dann auch zuhören und nicht einfach denken, ja, irgendwie, der redet nur, sondern vielleicht hat verdisst er sowas, ja. Also so, wir hatten dann einen Board Advisor zum Beispiel und das gibt eine ganz neue Einsichten fürs, speziell fürs Board auch, oder? Dass wir dann die strategischen Entscheidungen dann wirklich auch durchbringen muss, ja. Sonst Tools, jetzt ganz am Anfang, ja, ist schwierig zu sagen, ja. Ich glaube einfach, dass man das Ziel vor Augen hat, also dass man dem nachgeht. Dass du eben, bei uns war es ganz klar, Sprachenlernen ist jetzt relativ eine klare Nische, wenn man so will, sehr klar definiert, aber dass man sich da halt nicht zu sehr verzettelt in andere Bereiche. Ja. Und jetzt, wir könnten sagen, okay, Sprachenlernen, aber wieso nicht gerade allgemein lernen? Wieso nicht gerade noch ein Coursera nachbilden oder sowas, oder Udemy oder irgend sowas? Oder wirklicher Fokus auf nur einen Nischenaspekt. Ja. Gibt es noch eine Frage? Rechts hinten, machen wir eine. Die letzte. Ja, und zwar wollte ich immer fragen, was hast du persönlich für dich quasi getan, um immer fit zu bleiben, sozusagen mental und körperlich, weil ich glaube, dass das auch ein Key Factor ist im Endeffekt, um ja, eben immer vorantreiben zu können, sozusagen. Also was hast du gemacht, um geistig fit zu bleiben, um nicht zu viel im Detail sich zu verlieren, um immer wieder einen Abstand zu haben, sozusagen? Ja, ist sicher eine super Frage, weil oft ist man dann so drin, dass man eben vor lauter Projekt eigentlich nicht mehr anders was sieht. Aber ich glaube, im Austausch bleiben mit Leuten ist sicher wichtig. War für mich wichtig, ja, auch einfach rausgehen oder ab und zu auch sich die Zeit nehmen. Mal 2 Wochen war ich dann nur segeln für einen Segelturn, für so ein Segelpatent. Das muss dann auch drin liegen, dass man sich so Zeit auch nehmen kann und dass man halt dann, ja, dass man realisiert, dass es vielleicht doch relativ anstrengend ist und nicht normal eigentlich, was man dann zum Teil halt irgendwie leisten muss, ja. Ja, sehr persönlich, ja, also jetzt eben für mich, ja, das ist sicher in dieses Rausgehen, ja, irgendwie einfach mal in Natur, ja. Also Body and Mind finde ich sehr wichtig, also auch ernährungstechnisch, dass man da schaue ich schon ziemlich. Aber lustig war es ja früher vielleicht noch weniger als jetzt. Also das ist jetzt ja noch. Ja, sowas wie Yoga oder Meditation. Oder so. Tatsächlich, ja, mache ich jetzt auch, ja. Das eigentlich finde ich ganz spannend. Und so weiter, verschiedenste Dinge, ja. Das ist eine ganze Palette im Moment. Ja. Ja. Danke. Sie haben ja am Anfang gleich gesagt, dass die Webanwendung bzw. später die App zuerst gratis war. Wie haben Sie dann entschieden, dass Sie vielleicht zuerst gesagt haben, okay, wir haben jetzt 5 Millionen Nutzer, jetzt können wir mal den Preis ein bisschen höher setzen, oder vielleicht jetzt haben wir 5 Sprachen mehr, jetzt können wir da mit dem Preis ein bisschen höher gehen. Wie haben Sie da entschieden, wie Sie die App verkaufen und wie sich das dann auch rentiert, wie viel Sie entscheiden können, wie viel die Leute bereit sind, für die App zu zahlen? Ja, ich glaube, oft ist es einfach ausprobieren. Also wir haben auch ausprobiert dann. Oder? Einfach mal, eigentlich, lustigerweise einfach, wir haben einfach nur, jetzt, wir waren froh, dass dieses Payment-System mal funktionierte, dass das und einfach live geschaltet und schon geschaut, was passiert. Es ist immer so, das Produkt ist ja nie fertig. Man meint immer, oh Gott, das muss doch viel schöner werden und so weiter. Einfach raus damit, einfach mal schauen, oder? Und dann irgendwie ergibt sich es dann eh. Und das ist gleich bei der Zahlungsgeschichte, ja. Auch bei den Apps speziell, also das war für uns auch wichtig, die zuerst das nur Paid-for-App auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einer so gratis Muster-App sozusagen,
Und nachher kam dieses ganze Subscription-Modell und jetzt ist eigentlich nur noch Subscription. Und jetzt gewöhnen sich die Leute auch langsam auf dieses Subscription-Modell. Also früher dachte ich immer, wer hat schon eine Subscription auf dem Mobile-Phone? Und jetzt tatsächlich habe ich doch einige parallel laufen. Also es kommt jetzt langsam, ja. Aber einfach probieren und messen. Eben messen ist so wichtig. Also nie irgendwas probieren, ohne dass man nachher Daten davon hat, weil sonst ist es eigentlich für die Katz. Ja. Was kostet die App im Moment? Entschuldigung? Was kostet die App im Moment? Je nachdem, je nach Länge, also es ist 4,99 zum Beispiel Euro pro Monat, wenn man es jetzt für 12 oder 24 Monate nimmt. Ja. Ich glaube 3,99 für 24 und für ein Jahr ist es, und dann geht es bis 14 Euro, wenn man es nur einen Monat lang nimmt. Ja. Also es gibt so verschiedene, das ist ein Riesenthema, oder das ganze Payment Bereich, wie man das auch in verschiedenen Ländern gestaltet, weil natürlich die Kaufkraft in der Schweiz zum Beispiel oder auch in Vorarlberg speziell ist anders als irgendwo in Asien zum Beispiel. Ja. Ja. Danke. Bitte. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für diese vielen interessanten Informationen und deine Offenheit. Danke auch. Ja, danke fürs Zuhören.